Jetzt wird's spannend. Wir machen eine Übungsaufgabe zum Buchen mit Umsatzsteuer. Und wir schauen mal, wie gut das Ganze sitzt. Vorsteuer, Umsatzsteuer, wann brauche ich was, finden wir heraus. Der Ablauf ist wie folgt. Ich mache eine ganz schnelle, ganz kurze Stoffwiederholung, um nochmal ja, einfach klarzustellen, wann nehme ich welche Steuer. Dann haltet ihr bitte Zettel und Stift bereit, damit wir sofort loslegen können. Denn jedes Mal, wenn dieses Zeichen hier kommt, pausiert ihr bitte das Video, löst den Geschäftsverfall eigenständig, schreibt euch das auf, wie würdet ihr buchen und dann guckt ihr danach die Lösung an und schaut einfach, liege ich richtig oder falls ihr falsch liegt, wo war mein Denkfehler? Die Stoffwiederholung. Wir gehen nochmal davon aus, wir sind dieses Unternehmen in der Mitte, wir haben einen Lieferanten. Von diesem Lieferanten holen wir uns normalerweise Rohstoffe, um etwas zu produzieren, beispielsweise im Wert von 10.000 Euro. Dann stellen wir unser Produkt her und verkaufen das an einen Kunden, der uns dann wiederum 12.000 Euro dafür bezahlt. Und diese Steuer hier vorne, diese 19%, die oben drauf kommen an den Lieferanten, das ist für uns aus Unternehmersicht nicht die Umsatzsteuer, sondern wir verbuchen das als Vorsteuer. Wir verbuchen das als Vorsteuer, weil wir diese Steuer an den Lieferanten bezahlen. Parallel ist es so, dass wir dann natürlich dem Kunden, an den wir das Produkt verkaufen, 19% Umsatzsteuer berechnen und diese Steuer, die wir dort erhalten, verbuchen wir als Umsatzsteuer. Wir halten nochmal fest, 2600, das ist mein Vorsteuerkonto, ist die Kontenklasse 2, ist also ein Aktivkonto. Und die Vorsteuer wird von uns bei einem Kauf bezahlt und wird im Soll gebucht. Und ich habe das Konto 4800 Umsatzsteuer, ist Kontenklasse 4, ist ein Passivkonto. Die Umsatzsteuer ist diese Steuer, die ich vom Kunden erhalte, wenn ich verkaufe. Die wird im Haben gebucht. Also einprägen, wenn ich kaufe, brauche ich die Vorsteuer im Soll. Wenn ich verkaufe, erhalte ich die Umsatzsteuer im Haben. Und damit stürzen wir uns auf den ersten Geschäftsverfall. Wir kaufen einen neuen Geschäftswagen im Wert von 15.000 Euro netto auf Ziel. Netto bedeutet, da ist die Steuer noch nicht mit einberechnet. Und an der Stelle lasse ich euch einfach mal pausieren und wir schauen, ob ihr das lösen könnt. Die Auflösung. Ich brauche auf jeden Fall drei Konten, weil die Steuer ist dabei. Zuerst einmal habe ich das Konto Fuhrpark, weil ich kaufe einen Geschäftswagen, ist ein Aktivkonto, nimmt zu im Soll. Dann habe ich Vorsteuer, weil ich kaufe etwas ein, dann brauche ich das Konto Vorsteuer, ist ein Aktivkonto, nimmt zu, Vorsteuer wird im Soll gebucht. Und ich habe eine Verbindlichkeit aus Lieferung und Leistung, ich bekomme also eine Rechnung, ist ein Passivkonto, nimmt zu im Haben. Der Buchungssatz heißt nun 0840 Fuhrpark 15.000 Euro, denn mein Fuhrpark steigt nur um den Wert, den das Auto hat, also die 15.000 Euro. Parallel muss ich aber noch im Soll buchen 2600 Vorsteuer 2850 Euro. Und das Ganze geht dann an Verbindlichkeit aus Lieferung und Leistung. Ich erhalte also eine Rechnung mit dem Gesamtbetrag inklusive der Steuer, also 17.850 Euro. Und das Ganze muss auch so aussehen, damit beide Seiten, also die Soll- und die Haben-Seite beim Buchungssatz, gleich groß ist. Also ich habe auf der linken Seite 17.850 in Summe und ich habe auf der rechten Seite die 17.850 Euro. Nummer 2. Wir verkaufen fertige Erzeugnisse im Wert von 500 Euro netto. Der Kunde bezahlt bar. Mehr brauche ich gar nicht dazu sagen. Viel Erfolg. Die Auflösung. Also, wenn ich Erzeugnisse verkaufe, dann habe ich Umsatzerlöse für fertige Erzeugnisse. Das ist ein Erfolgskonto, das zunimmt. Erfolgskonten, also Ertragskonten, werden im Haben gebucht. Die Umsatzsteuer, denn jetzt erhalte ich diese Steuer vom Kunden, ist ein Passivkonto, nimmt zu und wird im Haben gebucht. Und ich habe das Konto Kasse, ist ein Aktivkonto, nimmt natürlich zu, denn ich erhalte Geld im Soll. Und hier wieder der Buchungssatz 2820 Kasse 595 Euro, denn der Kunde zahlt mir die 500 Euro plus die Steuer, also in Summe 595 Euro. Und dann teile ich auf der Habenseite auf, einerseits die Umsatzerlöse 500 Euro und andererseits 4800 Umsatzsteuer die 95 Euro. Dritter Fall, weil wir gerade so viel Spaß dran haben. Wir verkaufen Handelswaren diesmal und zwar auf Ziel im Wert von 2500 Euro netto.
So, wir pausieren. Ihr legt los. Ich warte kurz. Die Auflösung. Wenn ich Handelswaren verkaufe, habe ich ein extra Konto, nämlich Umsatzerlöse für Handelswaren. Handelswaren sind übrigens Waren, die ich nicht selber herstelle, sondern beispielsweise ich kaufe eine Lampe von irgendeinem Lieferanten und verkaufe diese Lampe weiter. Dann habe ich das Produkt nicht selber hergestellt, das sind Handelswaren. Läuft unter Erfolgskonto, ist eine Zunahme, ist also ein Ertrag, wird im Haben gebucht. Dann habe ich Umsatzsteuer. Ist ein Passivkonto, Zunahme, Umsatzsteuer wird im Haben ebenfalls gebucht. Und ich habe Forderungen aus Lieferung und Leistung, denn ich schicke dem Kunden eine Rechnung zu. Also habe ich eine Forderung, Aktivkonto, die zunimmt im Soll. Auflösung: 2400 Forderungen aus Lieferung und Leistung, und zwar den Komplettbetrag mit Steuer 2975 Euro an einerseits 5010 Umsatzerlöse für Handelswaren 2500 Euro. Und 4800 Umsatzsteuer 475 Euro. Nummer 4. Wir kaufen einen Schreibtisch im Wert von 154,70 Euro und zwar brutto auf Ziel. Brutto bedeutet, die Steuer ist bereits in diesem Betrag mit einberechnet. Jetzt muss ich also umdenken. Mehr sage ich mal noch gar nicht und lasse euch grübeln. Die Auflösung. Wir kaufen einen Schreibtisch, das läuft unter Geschäftsausstattung, das ist ein Aktivkonto, das zunimmt im Soll. Dann, wenn ich etwas kaufe, brauche ich die Vorsteuer, Aktivkonto Zunahme, Vorsteuer wird ebenfalls im Soll gebucht. Und ich habe eine Verbindlichkeit, denn ich erhalte eine Rechnung dazu, ist ein Passivkonto, nimmt zu im Haben. Der Buchungssatz sieht nun aus wie folgt: 0870 Geschäftsausstattung 130 Euro. 130 Euro deshalb, weil diese 154,70 Euro sind brutto, was bedeutet, ich teile diesmal nicht durch 100, sondern durch 119. Wenn das brutto ist, sind es 119%, also teile ich durch 119, dann habe ich 1% und dann kann ich mal 100 machen, dann komme ich auf 130 Euro. Und die Differenz dazu ist dann eben noch 2600 Vorsteuer 24,70 Euro. Und das Ganze geht an 4400 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 154,70 Euro. Unser letzter Geschäftsvorfall. Ein Kunde bezahlt eine bereits gebuchte Rechnung in Höhe von 300 Euro netto per Banküberweisung. Und bevor ihr euch da jetzt draufstürzt, weil ihr es ja super drauf habt, gehe ich mal davon aus, möchte ich noch anmerken, da ist eine Falle mit drin. Entscheidend ist die Wortwahl, eine bereits gebuchte Rechnung. Ihr müsst da jetzt nicht verzweifeln und in Tränen ausbrechen, nur weil ich gesagt habe, da ist jetzt eine Falle, sondern denkt mal noch kurz drüber nach, bucht ihr das wie sonst auch oder bedeutet es irgendwas? Und natürlich bedeutet es irgendwas, wenn ein Lehrer so danach fragt. Mit diesen wirren Gedanken lasse ich euch jetzt einfach mal pausieren. Ihr löst einfach mal den Buchungssatz. Und wir hören uns gleich und dann kläre ich es auf. Die Auflösung. Einerseits habe ich Forderungen aus Lieferung und Leistung, ist ein Aktivkonto, die nehmen ab, weil mein Kunde bezahlt jetzt diese Rechnung, die noch aussteht. Abnahme im Haben. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, keine Umsatzsteuer bei diesem Buchungssatz. Denn als ich diese Rechnung an den Kunden geschickt habe, sagen wir mal vor 2 Wochen, da habe ich bereits die Umsatzsteuer gebucht. Da habe ich schon alles auf meinen Konten festgehalten. Wenn dieser Kunde jetzt diese Rechnung begleicht, dann zahlt er mir einfach noch den Betrag, der aussteht. Ich muss keine Steuer mehr verbuchen, denn die Rechnung ist bereits schon verbucht. Sonst würde ich es zweimal verbuchen. Das heißt, ich brauche nur noch das Konto Bank. Dort geht mein Geld ein, also Aktivkonto Zunahme im Soll. Also ist dieser Buchungssatz ohne Steuer, sondern nur 2800 Bank 357 Euro an 2400 Forderungen 357 Euro. Das war's auch schon wieder. Und natürlich finden wir das schade, weil uns Rechnungswesen mega viel Spaß macht. Und ich brauch das gar nicht so zynisch sagen, weil ich hoffe, es macht euch wirklich ein bisschen Spaß. Ich hoffe, es hat für Erleuchtung gesorgt. Ich hoffe, ihr konntet ganz viel davon mitnehmen. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg. Sollten Klausuren oder sowas anstehen und falls sonst noch irgendeine Art von Feedback ist, dann gerne in die Kommentare. Ich lese es mir immer super gern durch.